Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei Beanie Popper auf dem Atari 2600. Und das ist ein interessanter Smob. Sag ich mal einfach. Ihr seid diese, ich weiß nicht, Kugel, Auge, Zeit für Kinder mit Fantasie. Und bekämpft Smileys mit Helikopterhüten. Ich lasse das einfach mal so stehen. Aua. Das war jetzt nicht so gut. So, wollen wir mal ein bisschen hier mal uns ein bisschen konzentrieren. Dass wir auch mal weiterkommen. Das Spiel soll nicht schlecht sein. Ihr seht jetzt sozusagen den Erstversuch, was ich ja meistens mache. Kriegt ja auch den unglaublichen Aha-Effekt. Wobei, ich glaube, ein Aha-Effekt von Quelle spielen ist kaum irgendwo anders reproduzieren. Es ist nahezu chancenlos. Ah, komm, weg. Weg, 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 weg. So. Auf jeden Fall gibt es dafür Punkte. Das kann nicht verkehrt sein. Er kann auch diagonal schießen, was ich ziemlich gut finde. Aber man kann sie, glaube ich, nicht töten. Kein Beanality. Ja, kommen auch hoffentlich auch mal andere Gegner. So, wo ist dein zweiter Kumpel? Ach so. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Wenn der eine hier durch den Screen ausglitscht, dann kommt der nächste. Und die werden schneller. Okay. Ja, so. Ich bin bewaffnet. Ich schieße mit Klötzchen. Ich baue nicht mit Klötzchen, sondern ich schieße damit. So. Jetzt wird's wieder lang. Aua. Ich wollte sagen, jetzt wird's wieder langsamer. Da kommt dann irgendwie Turbo-Fritze. Wenn ich jetzt aber ganz ehrlich bin, wenn das jetzt ein und dieselben Gegner sind, finde ich das jetzt nicht so spannend. Finde ich sogar recht eigenwillig. Uah. Na, stirbt er dann? Na, komm. Gib auf. Zack. Aber es scheint tatsächlich echt nur diese Figuren zu geben. Das ist dann nicht so spannend. Ich arbeite so eine Liste ab von Tipps, die ich bekommen habe. Vielleicht wird das ja noch spannend. In 10 Minuten oder so, aber im Augenblick finde ich es nicht so geil. Und da bin ich, glaube ich, noch nett. Oh. Wahrscheinlich kann ich euch tatsächlich nicht mehr davon zeigen, aber oh ja, habt das mal gesehen, also so wie es aussieht, tut sich da nichts. Von der bis 1000 ist noch ein weiter Weg. Ändert sich auch nichts am Level. 20 kriegt man für einen, ne? Das ist jetzt nicht so spannend. Also es spielt sich gut. Kann ich nicht beschweren, die Controls sind okay, aber das ist jetzt ein bisschen langweilig. Das soll, glaube ich, tatsächlich eine Verkaufsversion sein, ne? Das ist kein Prototyp oder so. Dafür habe ich dazu nichts gelesen. Das heißt jetzt nicht, dass die ganzen Wikis dieser Welt hundertprozentig fehlerfrei sind. Das wissen wir, da sind sie ja nun wirklich nicht. Aber, boah. Gucken, ob ich noch 80 Punkte mache, vielleicht kriege ich ein Freileben. Ob das Spiel gelöst. Entweder oder. So, noch den nächsten Angriff und dann haben wir 1000. Ich will die jetzt auch nicht berühren oder so, ob man die jetzt irgendwie einsammeln kann oder so.
Ah, neues Design. Aber die gleichen Gegner. Ach, die kann man einsammeln. Ah! Ah! Das war mein Fehler. Und dann kriege ich einen LSD-Rausch. Okay. Schon habe ich neue Beanies oder was? Okay, aber auf jeden Fall jetzt geht mal die Score richtig nach oben. Jetzt kann ich, was weiß ich, River Raid Flugzeuge einsammeln. Boah, kann man ja mal machen, ne? Na, kriege ich den noch? Nein. Okay. Ich habe so nicht ganz verstanden, wo jetzt das Konzept ist. Ich meine, gut. Die Sachen abschießen und einsammeln, das habe ich jetzt geschafft. Oh! Okay, dann kann man stoppen. Das ist ja immerhin ganz putzig. Es gibt gar kein Level mehr. Ich räume mir gerade tierisch ab, glaube ich. Okay. Ja, Highscore, ne? So, das machen wir jetzt mal richtig. Dann wissen wir jetzt, wie es geht. Kriegen wir ja ganz schnell Punkte. Und wahrscheinlich Freibeanies bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Okay, den können wir also nicht stoppen. So, jetzt haben wir Super-Beanies. Habe ich wahrscheinlich die Free-Beanies. Und das war Käse, dass ich den einsammeln wollte, weil der war ja jetzt wieder Helikopter-Smiley. Jetzt haben wir schon wieder die River Raid Dinger. Au! Zieh dich! Ich will wissen, was nach den Fallschirmen-Heinis kommt. Wieder Super Beanies. Alter, war das unfair. So, zack. Ja. Ach, dürfen nicht unten aufditschen, ja? Ah, okay, verstanden. Okay. Macht das Spiel jetzt ein bisschen abwechslungsreicher. Ist vielleicht auch nicht unbedingt sensationell geiler, aber... Okay. Aua. Was hatte ich gerade? 18.000? Ich will die aber jetzt packen. Thank you.
Spinner. Freileben, jawoll. Boah, jetzt geht's aber richtig pönches. Okay, so ist das System. Und dann haben wir natürlich ein Problem. Aber okay, ich hab's verstanden. So. Ach, jetzt gibt's Monkeys. Nicht klar. Jetzt bewerfen wir uns hier mit Affen. Ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, wo ich sagen muss, das ist schon wieder so bescheuert, dass ich da mal einen Spaß dran habe. Und wieder super Beanie Power, Beanie Score Level. Jetzt war er gerade unten. Was ist das denn? Das sieht aber auch so irgendwie aus, als wäre das aus irgendeinem Atari-Game geklaut. Irgendwo kenne ich das. Das sieht ein bisschen aus wie die Bombe von Agent USA. Ah, hab ich noch ein Leben? Mist. Aber 61.390, so, das ist doch mal eine Highscore-Challenge. Das ist Beanie Popper, krank und gebt dem Ding mal eine Chance, definitiv. Ich bin euer Mr. Venom1974, wenn ihr Spaß habt, abonnieren, kommentieren, bewerten, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.